Wertes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren, Gäste sind kaum noch mehr welche da und liebe Landsleute. Seit über 3 Jahrzehnten gibt es die Forderung nach gendergerechter Sprache. Eine Forderung, die nicht von Sprachwissenschaftlern erhoben wurde, sondern aus der Ideologie des Feminismus erwuchs. Diese Forderung beruhte von Anfang an auf einem Irrtum, nämlich der Verwechslung von grammatikalischem und biologischem Geschlecht. Mit unserem Antrag wollen wir eine Korrektur dieses Irrwegs veranlassen, um die deutsche Sprache auf allen Ebenen vom bürokratischen Ballast überflüssiger Doppelbenennungen und sonstiger, nur scheinbar gendergerechter Spielereien zu befreien. Vielen Dank. In unserer indoeuropäischen Sprachfamilie gibt es seit Jahrtausenden die gängige Erscheinung, dass manche Wortformen sowohl biologisch männliche als auch weibliche Lebewesen bezeichnen, und zwar unabhängig davon, welches grammatische Geschlecht die Wörter haben. So sind zum Beispiel Eidechse und Spinne grammatisch weiblich, obwohl biologisch beide Geschlechter... Vielen Dank, der war gut, aber nicht zielführend, nicht wahr? Obwohl biologisch beide Geschlechter gemeint sind. Oder man nehme den Satz, Mädchen sind die besseren Schüler, wobei in dem Zusammenhang Schülerinnen gar keinen Sinn machen würde. Hier zeigt auch das Deutsche ganz klar, dass Schüler beide Geschlechter umfasst, obwohl es grammatisch maskulin ist. Ein weiterer Irrtum liegt darin, dass in völliger Verkennung der sprachhistorischen Entwicklung die maskuline Form als Ausdruck männlicher Dominanz gewertet wurde. Noch bis vor 4 Jahrzehnten wäre niemand auf die Idee gekommen, in den gewachsenen Sprachstrukturen eine Diskriminierung der Frauen zu sehen. Wenn man vom Willen des Wählers oder des Bürgers sprach, hätte Einen Moment bitte, Herr Abgeordneter. Frau Larisch, das ist nicht gestattet. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Also fange ich dann nochmal an der Stelle an. Wenn man vom Wähler des Bürgers oder des Wählers sprach, hätte niemand dabei nur an Männer gedacht. Erst nachdem die Gender-Ideologie auf allen öffentlichen Kanälen verbreitet worden ist, gab es Umfragen, die sich scheinbar bestätigten. Tatsächlich gaben diese Umfragen aber nur wieder, was man den Menschen eingeredet hatte. In den ältesten Belegen aus dem indogermanischen Sprachraum gibt es überhaupt keine Unterscheidung zwischen Maskulinum und Femininum, sondern nur ein Standardgenus für beide Geschlechter. Und diese Erscheinung hat sich in bestimmten Formen sowohl in den alten wie auch in den neuen europäischen Sprachen erhalten. So zum Beispiel im Latein bei den zweiendigen Adjektiven oder im Plural der Substantive, wo die maskuline Form auch feminine einschließen kann. Man denke dabei auch an das Englische, wo Wörter des Typs Teacher oder Dancer genusneutral verwendet werden, oder an Nurse, das nicht nur Frauen bezeichnet. Übrigens kennt auch das Türkische kein grammatisches Genus. Das ist ja eine andere Geschichte, ne? Das ist ja nicht unsere, das ist ja nicht Teil des Antrages. In der angestrengten Suche nach Diskriminierungsbelegen hat sich der postmoderne Feminismus vor über 3 Jahrzehnten auch auf die Sprache gestürzt. Bürokratisch umständliche Sprachmonster wurden geschaffen, um die vermeintliche Ungleichbehandlung der Geschlechter abzustellen. Es wird sich nie feststellen lassen, welche horrende Kosten die Einführung gendergerechte Sprache verursacht hat, welche menschliche Lebenszeit damit sinnlos vergeudet wurde und weiterhin wird. Meine Damen und Herren, wie ist die Sprache Goethes und Schillers ideologisch überfrachtet und entstellt worden? Ihre Eleganz verkommt zu lächerlicher Wort- und Formenakrobatik. Die Lesbarkeit wird behindert, der Lesefluss gestört. Kein anderes Volk der Welt gibt sich einer derartigen Gendermanie in seiner Sprache hin. Und wem hat die Einführung dieser gendergerechten Sprache genützt? Wohl in erster Linie den etwa 250 gut bezahlten Genderprofessorinnen, deren Tätigkeit im Übrigen nie wirklich evaluiert wurde. Meine Damen und Herren, lesen Sie einmal nach, worüber diese Wächterinnen der reinen Genderlehre forschen. Da finden Sie zum Beispiel in einer Tagung, und das muss ich jetzt wirklich ablesen, dass ich das halbwegs korrekt wiedergebe, da finden Sie zum Beispiel in einer Tagung zur kritischen intersektionalen Männlichkeitsforschung Vorträge über Kontext und Biografie verstehende Analyse am Beispiel von Geschlechtsrolle und Herkunft in Narrationen Balletttanzender. Ich habe es nicht verstanden, beim Lesen auch nicht, wie auch immer. Und ähnliche für Außenstehende unverständliche Titel. Schottet man sich hier bewusst sprachlich ab, um einer öffentlichen Evaluation zu entgehen?
Es wäre höchste Zeit, die Wissenschaftlichkeit der sogenannten Gender Studies zu überprüfen. Das sind Probleme, genau so ist es. Den Frauen, denen man einredete, sie würden sprachlich diskriminiert, haben die Sprachverrenkungen keinerlei Nutzen gebracht. Eher suggerieren sie bloß Verbalgleichstellung, wo Unterschiede herrschen, und schaffen künstlich einen sprachlichen Graben zwischen den Geschlechtern. Und dabei ist der Genderwahn in unserem Land noch längst nicht am Ende. Laufend werden neue Wörter entdeckt, die noch genderisiert werden müssen. Das dritte Geschlecht stellt die Sprachschöpfer schließlich vor ganz neue Herausforderungen. Wohin soll das alles führen? Ja, ich höre mir zu. Das ist genau das, was ich auch voller Überzeugung hier zum Ausdruck gebe. Diese Entwicklung, und das ist der Punkt, diese Entwicklung kollidiert auch mit der vielfach erhobenen Forderung nach Vereinfachung der Sprache von Ämtern und Behörden, sowie von Nachrichten in sogenannter einfacher Sprache. Erklären Sie das mal irgendjemandem, den Sie Nachrichten in einfacher Sprache vermitteln müssen, was der von genderisierter Sprache hält. Vielen Dank. Das ist der Punkt. Es geht genau darum, Sprache einfach zu halten. Blicken wir auf die Sprachgeschichte. So stellen wir fest, dass es in der Regel die Sprache des Volkes war, die sich durchgesetzt hat, nicht die Sprache irgendwelcher Gruppen. Die gendergerechte Sprache hat es auch nicht geschafft, nachhaltig in die Alltagskonversation der Menschen einzudringen. Benutzt wird sie fast nur dort, wo sie vorgeschrieben ist oder aus ideologischen Gründen erwartet wird. Im Übrigen hat eine Sprache generell die Tendenz zu ökonomischer Ausdrucksweise. Aus diesen Gründen ist nicht zu erwarten, dass sich diese umständliche ideologische Modeerscheinung auf lange Sicht durchsetzen wird. Eines Tages wird sie nur noch eine Fußnote der deutschen Sprachgeschichte sein. Und jetzt kommt's. In Frankreich hat jetzt Premierminister Philippe, der Premierminister unter ihrem heißgeliebten Macron, dieser Premierminister Philippe hat den genderisierenden Schreibweisen einen Riegel vorgeschoben. Auch die über die französische Sprache wachende Académie Française lehnt derartige Schreibungen ab. Mit unserem Antrag nehmen wir das sicher nicht frauenfeindliche Frankreich zum Vorbild und fordern, in unserem Bundesland den Anfang zu machen, diesen Irrweg verballhornter Sprache zurückzunehmen. Daher bitte ich Sie um Ihre Zustimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.